T-Rex, hierhin. Komm her. Ich weiß, du kannst hier rüberfliegen. Ich weiß es. Nein! Ja, nein! Ist er bei dir? Hat er dich? Ich war gerade voll lahmarschig. Ich weiß aber nicht, warum. Oh mein Gott. Carrie, das war richtig 50-50. Streicheleinheiten tun immer gut, T- I'm gonna kill you. Oh Gott, ich bin tot, ich bin tot. Na, ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei der weiteren Folge Ark. Hallo! Ihr habt ja leider gesehen, in der letzten Folge ist der Bionic Giger gestorben. Wir haben aber nochmal was ausprobiert, und zwar haben wir welche hergerufen mit Level 2000 und irgendwie hatten die viel mehr Energie als derjenige, den wir da hatten. Ist gut jetzt? Nein, nein! Bye, bye! Oh, Gary ist... Gary, was ist los? Ich weiß es nicht. Leute, komm. Ich weiß nicht genau, wo du bist. Oder was du bist. Also irgendwie das da oben. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Das scheint ihr Körper zu sein. Oder? Doch, da sind ihre Beine. Gary, das wollte ich nicht. Das war ein Fels. Ich habe ihr Schädel gefunden. Das ist ihr Kopf. Das ist ihr Kopf. Alles klar. Okay, was wollte ich euch vorstellen? Genau. Also, wir sind jetzt drauf und dran, jetzt Fischmeat herzustellen. Gekocht ist natürlich, weil damit kann man ja die Myth-Bälle herstellen. Also, die braucht man halt auch dafür. Und zwar brauchen wir dann nur noch Electronics. Elemente können wir herstellen. Und dann brauchen wir noch von den Kraken 3 solche Krakendinger. Die Zähne von denen. Warst du ein lieber Knecht? Ja, ein lieber Knecht war ich nicht. Ich war ein lieber Mensch war ich. Bist du sicher, dass... Ja, geh mal weg. So, Leute, da es ja mit dem Bionic-Giga nach hinten losgegangen ist, gehen wir beide extra zu Fuß. Ist das dein Ernst? Los. Hast du irgendwie ein Problem? Guck mal, Poi reagiert. Feines Poi, beweg dich. Ja, ist klar. So, also, wir haben da ja ein Alpha-T-Rex gesehen. Ja, okay, ich weiß nicht, ob ihr den Alpha-T-Rex gesehen habt, aber da war ja ein Alpha-Giga. Gary, ja, wenn wir da jetzt hingehen, ja? Spring sofort. Ah, ich brauche Pfeile. Du hast keine Pfeile? Ich habe 31, aber ich weiß nicht, ob die reichen. Okay, pass auf. Ich prüfe als erstes, ja? Geprüft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Ich prüfe sofort. Ah! Ist hier irgendwas? Oh, der Alpha... Der kleine Alien liegt hier immer noch. So, also, wir haben uns gedacht, um den Alpha-Giga kümmert sich die Gary. Haha. Ja, okay, er haut ab. Und dann war hier... Da hinten ist etwas Blitziges. Es ist ein Allo. Das... Oh Gott, erschreck mich nicht. Xenoqueen, warum? Okay, Gary, kommst du? Ich komme, du wirst jetzt ein böses Erwachen haben. Ich kümmere mich um den Alpha-T-Rex. Und du kümmerst dich um den Alpha-Giga, weil der Alpha-T-Rex ist hinten beim Wasser. Und diesmal mache ich das. Wo bist du denn? Der Alpha-Giga ist da vorne. Du kannst ihn sehen, ja, indem du da rechts hinguckst. So, T-Rex, also, ich kümmere mich diesmal um dich. Ich würde dich jetzt am liebsten einsperren, aber bevor ich das mache, ich mache mal hinter dir so ein Käfigchen, weil ich will nicht, dass du im Wasser reingehst. So, ich habe Angst um dich, weißt du. Du gehörst jetzt schon zur Familie. Darf ich dich einmal schlagen? Okay, hast du überhaupt geguckt, wie viel Level deiner hat oder ob deiner Mail ist? 1000 noch was hat der Level. Ah, hi T-Rex. Okay, bitte komm mal mit, folge mir, ich bin dein Wegweiser, du musst hierher. Nein, Gary, weißt du, was wieder ist? Ich glaube, bei der Gary läuft's ganz gut. Ja. Hört sich schon mal ganz gut an. Los, T-Rex, du kannst hierher, Kleiner. Hier drüben. Oh, wir haben vergessen, ich habe was vergessen zu sagen, und zwar haben wir unsere Tech-Rüstung nicht an, also nicht komplett. Und zwar haben wir eine neue Rüstung, auch von einem Müs-Mod. Ja. So, das und das und natürlich... Oh mein Gott. Ich bin Gary wie die Hexe. Ich sehe aus wie ein Bionic-Giga. Wie? Sind deine Sachen nicht auch rot? Ja, aber warum Bionic-Giga? Nein! Auch rot? Giga kommt in deine Richtung. Nee, ist nicht schlimm. T-Rex, ich wollte eigentlich etwas Großes mit dir vorhaben. Oh Gott! Scheiße! Er hat meine Tech-Rüstung kaputt gemacht. Zack, 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 zack. Hoch! Zieh dich! Zieh dich!
Oh mein Gott! Yo, Giga pennt! Meine Tech-Rüstung ist wieder am Arsch! Warum? Verdammt, ich habe keinen Raummotor. Ich komme gleich wieder. Echt? Ich hab aber. So, lass los. Ich bin noch weiter oben. Das ist schon mal ganz gut. T-Rex, was greifst du an? Ich bin da doch schon gar nicht mehr. So, ab nach oben. So, um den T-Rex kümmere ich mich, weil, ne? Mein Viech. Warum hat er mit einem Treffer meine Tech-Rüstung kaputt gemacht? Kannst du mir das mal sagen? Ich würde sagen, er hat Skills. Nee, weißt du, der kommt da die ganze Zeit nicht raus. Und dann gehe ich mal wirklich näher hin und was passiert? Er kommt raus. Ich könnte was versuchen. Ich könnte auf der Mauer drauf. Von der Jurassic Arc Mod. So, komm mal her, T-Rex. Ich weiß, ich treffe dich. Yes! Volltreffer, voll in seinen Nacken. Irgendwas... Ach, scheiße, ich kann ja nicht mehr fliegen. Oh, das passt aber jetzt zur Kleidung. Ja, klar, kannst du fliegen. Ich kann auch... Ach. Ja. ich... Nein! Ups. Schon wieder vergessen. Oh, ich denke die ganze Zeit, ich kann fliegen. Nein! Nicht ins Wasser, T-Rex. Komm her. Nein. Das... Okay, super, alles super. Wir könnten jetzt natürlich Poi nehmen, aber, nee. Das mit dem Bionic-Giga ging schon nach hinten los. Ich will jetzt nicht, dass der auch stirbt. Er wird natürlich nicht sterben. Aber, vorsichtshalber, mache ich das mal so. Ich gehe jetzt hinter dieser Wand. Ich glaube, das ist die beste Lösung, die ich jetzt machen kann, um nah bei ihm zu sein. So, Kleiner. Komm mal mit hier. Ab hinter die Planke mit dir. Ich weiß nicht, ob du schwimmen tust oder ob du einfach... Okay, er stand nur da. Und wie sieht's aus? Wie er da steht. Wie ein König. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie viel Torpor hast du? Du müsstest eigentlich gleich down gehen. Du bist echt hübsch, Kleiner. Nein. Ach, wie ich diese Dinos liebe. Ach stimmt, die sind ja richtig schnell. Ups. T-Rex, hier hin. Komm her. Ich weiß, du kannst hier rüberfliegen. Ich weiß es. Nein! Ja, nein! Ist er bei dir? Hat er dich? Ich war gerade voll lahmarschig. Ich weiß aber nicht, warum. Oh mein Gott. Carrie, das war richtig 50-50. So, Leute. Ich wusste gerade nicht, was mit mir los war. Ich konnte nicht rennen. Aber frag mich nicht, warum. Ankilo, ich muss dich leider down machen. Tut mir leid. Geht nicht anders. Ansonsten tötest du mein Alpha-Giga. Alpha-T-Rex. So, komm her. Ach, ich war gerade in Zoom-Bildschirm. Deswegen ging er so langsam. Komm her, T-Rex. Hierher. Psst, Kleiner. Hier bin ich. Kannst du mich hören? Hä, ich treffe ihn nicht? Ja, der Giga hatte auch gerade eine komische Hitbox. Ich habe ihn auch nicht direkt getroffen. Liegst du? Nee, Leute, ein Treffer noch. Komm, das mache ich mit dem Speer. Und? Ha! Komm, ich habe keine Angst vor dir. Komm! Streicheleinheiten tun immer gut. Da, T-Rex! Oh Gott, ich bin tot! Na, ich lebe noch! Oh mein Gott, ich so... Also, ich habe keine Pfeile mehr, ne? Ah, T-Rex, kannst du mal jetzt down gehen? Und es wird ein Jack. Es wird ein Jack. Geil! Um einer wird, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Es ist aber ein Mail. Oh, geil. Ach, der 1040 Level. Echt? Ja. Der Giga hier auch. Zack. Raumotor. Du kriegst alles von mir, Baby. Muah. Geil. Jetzt brauche ich aber einen Namen für den. Was gibt es für eine gute Figur, die man so benutzen könnte, so als Namen? Ich muss mir ganz kurz mal was überlegen. Ich brauche für den einen geilen Namen. Irgendwo da drüben ist die Gary. Ich weiß aber nicht wo. Nein, das ist Jack 2.0. Du darfst ihn nicht Jack nennen. Oder? Jack Reborn. Ich weiß es nicht. Nee, Jack... Nein. Jack Reborn hat jemand in den Kommentaren geschrieben. So heißt bald der Bionic Giga, den wir natürlich 10 werden. Ja. Also, ich habe einen Namen für diesen Alpha Rex. Ihr werdet euch gleich wundern, bestimmt. Und wer kommt da an? Die Gary. Sag guten Tag, Jack. Nein, Jack Reborn, der Name muss weg. Ich habe einen anderen Namen. Ja, dann nenn ihn um. Weil Jack Reborn, derjenige weiß ganz genau, der Bionic Giga wird so heißen. Ich habe gesagt, ich werde ihn so benennen. So. So, das ist sein neuer Name. Okay, ich guck gleich. Oder warte, ich guck jetzt mal. Jackie? Ja. Ich weiß nicht, ob. Alles klar. Okay, pass auf. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber ich werde ihn einfach Shah Rukh Khan nennen. Es ist
Es ist Shadowrun. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt von den indischen Filmen. Also, Hey, du Hexer. Manche... Ja, hi, Hexe. Hi. Also, manche mögen natürlich nicht diese Filme, aber manche Filme mag ich einfach davon. Genau wie... Lebe und denke nicht an morgen. Siehst du, der schaut schon zum Himmel hoch. Genau, lebe und denke nicht an morgen. Daran müsst ihr euch halten, Leute, ne? Ist ein guter Spruch, einer der besten sogar. So, und da ich ja wusste, was ich vorhatte, Hast du einen Sattel dabei? Nein, hast ja, du nicht. Ja, ich hab einen Sattel dabei. Wie, aber, echt jetzt? Aber ich kann nicht an Shahrukh Khan ran. Dann ruf ihn. Hey, Shahrukh. Der kommt nicht. Ich kann auch... Komm, bitte. Ja, genau. Bleib da. Hey, ich kann durch ihn durchgehen. Es ist irgendein Fehler, Gary. Okay. Es funktioniert. Yes! Wir haben einen Alpha-Giga. Alpha-Rex. Alpha-Rex. Leute, ich komme gerade so durcheinander, weil ich muss mich gerade zurückhalten, nicht zu husten. Denn irgendwie habe ich irgendwie einen Kratzen im Hals. Ich kriege das einfach nicht weg. Und deswegen muss ich mich richtig konzentrieren. Also das ist richtig hart gerade in der Aufnahme. Oh Gott, wo ich mich gerade beim Giga gefreut habe, wo ich dann gemacht habe. Da musste ich husten, es ging nicht anders. Okay, Gary, lass uns kurz mal hier gucken. Brüll du mal, hört sich das bei dir anders an? Ich soll brüllen, warte mal. Okay, warte. Das war die Gary, ne? Jetzt hört ihr Shahrukh Khan. Hört sich nicht genauso an wie ich? Nein, komplett anders. Ich höre mich irgendwie runtergedämpft an. Komm mal mit, ist da... Ah nee, ich wollte gerade sagen, ist in der Höhle so ein Echo? Aber ist nicht, oder? Glaub nicht. Lass uns kurz mal die Gegend hier begutachten, da links über den Felsen. Ich will mal gucken, was da ist. Da wir gerade einen Alpha-Giga Giga und einen T-Rex gezähmt haben, können wir eigentlich mal hier so uns umschauen. Ich denke mal, uns... ist jetzt vielleicht der Drache noch? Oh. Ich habe keine Welt. Was ist das unter uns? Saber? Okay, Saber ist das auf jeden Fall gewesen und noch ein Saber. Tut mir leid, das war Male und Female bestimmt. Tut mir zwar leid, aber ist halt so. Ich musste euch töten. Stimmt. Eine Agentavis brauchen wir auch noch. Wir haben davon Skin. Ja. So ein Eiskin. Lass uns einfach mal hier rüber. Ich denke mal, wir werden hier noch was Spannendes finden, eventuell. Weil hier war doch mal so ein Tech, irgendwas Techiges. Techie. Warte. Hi, hallo. No, kein verfluchter Hallo. Bitte geh weg von mir. Weg von mir. Wer ist hinter dir her? Oh, hier ist das Schneegebiet, Gary. Wo bist du denn hochgerannt? Einfach nur hoch? Ja, einfach hoch. Da ist das Schneegebiet und da ist eine Prime. Den will ich aber jetzt nicht töten, weil ich weiß ganz genau, mein T-Rex hat's noch nicht so faustdick. Das ist ein lilaner Mammut. So, du kriegst auf jeden Fall Energie. Wir wissen ja ganz genau, ne? Was so passiert, er hat jetzt zack, 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 6 Millionen Leben. Ich denke mal, er kann noch ein bisschen mehr vertragen. Jetzt braucht er aber ein bisschen Melee Damage. Das ist auch natürlich wichtig. So, das reicht jetzt. Ich habe 8 Millionen. Bist du das? Nein. Nicht Mammut töten. Warte, ich stecke hier fest. Bitte, lass ihn am Leben. Das gibt aber bestimmt gute Erfahrungspunkte. Gute Erfahrungspunkte? Du hast ihn getötet, kann das sein? Da ist Rucksack auf jeden Fall unten. Ich schau mal. Gut. Es könnte sein, dass da was nicht drin ist. Nicht der, sondern der unter deinem Rex da fast. Unter meinem Rex? Ja. Warte. Agentavis-Füße. So, zeig mal hier. Noch mehr Agentavis-Füße. Ich habe gedacht, das wird Agentavis, aber da ist ein Volirino, der ist auch lila. Das ist ein... Eternal. Oder... Eternal, ja. Komm, lass ihn auf den Prime-Dings rauf. Prime-Rex. Los. Ja, genau. Komm, Shahrukh. Doch, komm mit. Ich habe 8 Millionen Leben. Was will er? Was hast du? Millionen Leben. Warte, ich habe... Die machen wir easy, fertig. Ich hatte nur 5 Millionen. Was ist los bei dir? Warte, wie viel Level hat der? Okay, ich sehe es nicht. Er greift mich leider schon an. Jetzt muss ich ihn töten. Easy, Gary. Ich knall ihn weg wie nichts. Leute, unser Alpha-Giga ist 1080. Ja. Das ist traurig. Das tut weh. das war jetzt gerade traurig. Der hätte echt 1080 gehabt. Ist egal, wir haben wenigstens... Ja, das war jetzt wirklich traurig. Also was habe ich hier für einen Rucksack? Geht ganz schön ab, ne? Oh, ich habe hier wieder ein paar Sachen. Okay. Welcher T-Rex? Mein T-Rex? Deiner. Ja, Shahrukh Khan ist das halt, ne? Wer ist auf jeden Fall... Wer Shahrukh Khan kennt und findet ihn auch geil als Schauspieler, schreibt es mal in den Kommentaren, wer ihn kennt. Also, ich finde ihn echt geil. Der hat es echt drauf als Schauspieler.
Gary, da ist eine Alpha-Giga. Ja, ich muss jetzt erstmal zu dir kommen. Ja. Wir müssen ihn noch Rose vorstellen. Ja. Stimmt. Wir lassen ihn aber... Der hat mich gerade an... Er ist im Rage-Mode. Und hier oh Gott, der zieht mehr Schaden ab als der Prime Rex gerade. Auf ihn! Kann das sein, dass er gerade höher ist als du? Weiß ich nicht. Oh Gott! Irgendwas Blaues habe ich da gesehen. Da ist irgendein Argentavis. Da unten liegt auf jeden Fall ein Rucksack. Ja, was für ein Argentavis ist das? Kannst du mir oder? Nee. So, erstmal zwei Stück hier absetzen, weil ich weiß ja nicht, was noch auf uns zukommt. Das ist kein Prime, das ist irgendwas anderes. Doch, das ist ein Prime, aber... ich glitsch durch ihn durch, alles klar. Ich habe jetzt gleich 2 Millionen Leben. 20 Millionen. Was? Jo, 21, 22. Ja, pass auf. Hey, Gary, ich kann 100 noch was, Energie kann ich meinen T-Rex geben. Ja, ich bin jetzt auch komplett ausgelevelt. So schnell levelt man ein Giga auf. Du darfst nicht zu viel leveln, ansonsten übernimmt er die ganzen Skillpunkte nicht. Ich habe jetzt 23 Millionen Leben und ja, ich 2444. What the fuck? Sieht der geil aus. Hopp. Ach Mann, ich vergesse es immer wieder. Essen. Alpha Wooly Rhino, Level 240, aber ich finde, der sieht echt cool aus. Hat was, ja? Nein! Oh, oh Gott! Oh mein Gott, mein Herz ist in die Hose gerutscht. Aber meins auch. Oh, ich weiß, was ich wieder dachte? Hä? Dass ich fliegen kann. Es ging aber nicht. Tut mir leid, Bolirino. Ich will gucken, was du drin hast. Da ist ein Tempest bei dir. Ja, töte ihn. Nee, er greift dich ja nicht an, er greift dich nicht an. Wenn ich jetzt einen Rucksack da unten aufheben will, dann greift er mich an. Er greift eigentlich gerade dieses Kranken. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ah, ich fliege. Er greift mich an, Pack ihn hier. Ich treffe ihn nicht. Ich gerade auch nicht. Oh, komm, lass ihn abhauen. Weg von ihm. Los, komm, lass ihn. Okay, jetzt hat er mich gehittet. Er hat dich gehittet oder den Giga? Er hat mich gehittet. Okay, dann abhauen. Oh, der Giga fliegt wieder. Gut ist natürlich, Leute. Oh Gott. Okay, ist kein Problem. Die Rüstung, die wir haben, die hat 2000 Armor. Armor. Oh, scheiße, der lässt mich nicht mehr in Ruhe. Ja, du musst nur aufpassen, du musst Star nochmal. Ansonsten, guck mal, siehst du da hinten im Fluss? Auf Hinder. Ich kann mich nicht bewegen, ernsthaft jetzt. Echt? Bushis! Ich komm zu dir. Ich kann mich gerade nicht bewegen, aber warum? Weiß ich nicht. Der Giga verreckt auch. Da willst du den alten Tempest nicht killen. Echt jetzt? Ja. Oh Gott. Na, du stirbst doch nicht. Doch, halt gleich Half-Life. Ja, pass auf. Lauf zum Wasser. Ich lenk ihn ab. Den kriegen wir tot. Den müssen wir nur versuchen. Zack. So, ich hab voll Life wieder mit meinem T-Rex. Ja, schaff mal. Aber ich würde den gern haben. Aber jetzt ärgere ihn dir so richtig. Komm, weiß drauf. 1120. Alter. Nice. Also Respekt für den Argentavis. T-Rex? Shadowkan, wohin? Okay, ich lass ihn. Okay, er tötet Buschmenschen. Oh, das ist echt ein King. Das ist ein King. Komm mal mit, ich will mich kurz noch weiter umschauen. Ich will mal gucken, was hier noch so ist, außer Bäume. Wir haben da eine Tech gesichtet. Level 1000. Gary, komm mal mit, lassen Sie ihn töten. Ja, töten, auf doch. Ihn, auf ihn, auf ihn. Der hat noch 4000 noch was. Oh Gott, das ist ein Phönix. Nee, oder? Der hat so rot geleuchtet. Ich weiß nicht, ob es von der Sonne kam, aber I don't know. Wow, ein Bild tot. Hat der denn wenigstens etwas bei sich? Weiß ich nicht. Nee, gar nichts. Hä, what the fuck, warum war der gerade so schwach? Oh, da oben ist ein Prime Giga. Ist das ein Utah plus Blitz? Nee, hallo. Okay, das ist der Giga und das ist auch ein Giga. Komm, lass uns mal kurz zum Abschluss Kranken suchen. Wir brauchen diese die Zähne. Schon wieder. Nein! Hast du getroffen? Nein, ich flieg hier richtig durch die Gegend. Ey, das glaubst du nicht. Wo bist du denn? Hier an irgendeinem Ufer. Da sind... So. Ganz ruhig. Ich bin hier an einem Ufer und hier sind zig von Aale. Warte mal. Wir können... Oh, Gary, ich weiß, was da eventuell... Wer sehen möchte, dass wir tausende von Aale zähmen, schreibt es in den Kommentaren. Da hätte ich übelst Bock drauf.
Die Aal-Army. Hier sind wirklich hunderte. Also jetzt nicht hunderte, warte mal, ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also sind um die 10, 20 Stück so. Könnte man. Oh, oh Gott, da sind sie! Nein! Gary, die haben mich! Oh, Gary, unser T-Rex! Schön auf passiv bleiben, schön auf passiv. Lass mich ruhig sterben, lass mich. Oh Gott, Aal! Die sind bis zum Land gekommen und wollten mich gerade töten. Hast du es geschafft? Die haben mich betäubt, aber dank unserer Rüstung bin ich noch am Leben. Oh, Glück gehabt. Ich wäre tot gegangen, die haben mich richtig gehittet. Oh Gott, T-Rex, nicht schnüffeln. Jetzt müsste ich wissen, wo du bist. Oh mein Gott, ich will mal ganz kurz was prüfen. Komm her, ein Aal. Bitte, ein Aal. Ich weiß nicht, ob... Oh Gott. So. Oh Gott. Ah! Nein. Okay, put item. Nein. T-Rex. Nein. Passiv. Ah, Shadow Khan, du darfst es doch nicht machen. Egal, du hast ihn getötet. Du hast mein Leben gerettet. So, ich zieh die mal ganz kurz raus. Okay, funktioniert nicht. Hast du jetzt alle getötet? Nee. Okay, alles ist safe, Gary. Also, ich habe jetzt gerade keine Krake gefunden, aber wer es wirklich sehen möchte, das ist jetzt wirklich kein Scherz, wenn wir die alle zählen sollen in der nächsten Folge, ich weiß nicht, wir können uns so eine ganze Army aufstellen, weil im Wasser haben wir ja natürlich nicht so viel gemacht. Ich glaube, 3 Folgen war das nur. Ja. 3 Folgen? Ja, das kommt hin. Okay, ja. Wer davon natürlich mehr sehen möchte, wie wir alle zählen, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi oder ein Like da. Also, ne? Vergisst es nicht. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.